Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. Heute wird es, glaube ich, richtig knifflig werden, denn heute geht es zum ersten Mal nach Schweden. Und ich kann euch sagen, das wird sehr, sehr weiß werden. Ihr seht es vielleicht schon am Titelbild. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht so krass rutschen werden wie in Monte Carlo, denn diesmal werden wir bespikte Reifen haben. Oh, erstmal heißt es hier natürlich wieder reparieren. Ersetzen, ersetzen, ersetzen. So, Standard ist drin. Das passt, das passt, das passt. Habe ich irgendwas vergessen? Nö, dann... Ja, gut, dann bestätigen wir mal. Ich habe zum Glück gerade nicht den Gesamtpreis gesehen. Das hätte mich, glaube ich, traurig gemacht. Aber na gut, erste Etappe, Rallye Schweden. Ich bin echt gespannt, wie es sich fahren lässt. Und vor allem, wie breit die Straße sein wird. In Dirt 4 gab es ja auch eine Schneeetappe. Und da hast du so gut wie gar keinen Platz zu lenken. Da musstest du wirklich perfekt die Ideallinie fahren, weil sonst bist du die ganze Zeit gegen die Schneebänke gekommen. Oder Schnee, das waren ja Schnee, ja, Wände waren das ja, richtig. Eieiei, das sieht kalt aus. Testfahrt? Ja, komm, wir fahren mal ganz entspannt eine Testfahrt. 5, 4, 3, 2, 1, los. 3 links in langsam, 3 rechts lang, mach zu, 2. In 5 links, mach zu. In 6 rechts lang, mach zu, über Kuppe. In 3 links. Okay. In 6 rechts, extra lang, über Kuppe. In 6 links, mach zu, 3, über Kuppe, sehr lang. 6 rechts, mach zu, über Kuppe. Also, ich habe hier wirklich Schwierigkeiten, die Strecke zu erkennen. Ich sehe einfach nur noch weiß. Für 150 über Wellen. Achtung, 3 links, über Kuppe macht auf. 100. Also, hier hat man echt Probleme. Oder diese Strecke macht es einen richtig schön einfach, schneeblind zu werden. 4 links, innen bleiben, durch Senke, Kuppe. 80, 5 rechts lang, macht zu. In 5 links, macht auf über Kuppe. 60, 6 rechts, links halten für. Auch mal angenehm, in dieser Perspektive zu fahren. Gewöhnen wir uns aber nicht an. Stopp. Gut gemacht. Oh, ich glaube, das war unser erster Training, glaube ich, ohne Unfall, ohne Kollision. Nee, Kollision ist falsch, das hatten wir ja schon. Aber ohne Schaden. Sehr gut. Ich glaube, dann kannst du ja. Nee, ich nehme alles zurück. Was haben wir? Wie haben wir das denn geschafft? Na gut. 7000 Rep. Und dann, ja gut, starten wir mal. Ich habe ein bisschen Schiss. Denn ich hatte gerade wirklich Schwierigkeiten, die Strecke zu erkennen. Ich habe einfach nur weiß gesehen. Aber naja. So, wie geht's der Tanja? Tanja, mach was. Mach was Cooles. Cool. 5. Na gut, dann starten wir einmal. 3, 2, 1, los. 3 links, in langsam, 3 rechts lang, mach zu, 2. In 5 links, mach zu. In 6 rechts lang, mach zu. Über Kuppe. In 3 links. Oh, oh. In 6 rechts, extra lang, über Kuppe. Das fängt richtig gut an. In 6 links, mach zu, 3, über Kuppe, sehr lang. 100, 6 rechts, mach zu, über Kuppe. Och Mann, wo ist denn hier die Strecke, bitte? In rechts halten, für 150, über Wellen. Achtung, 3 links, über Kuppe macht auf. 100, 6 rechts, 100. Oh Gott, Kuppe, ich sehe einfach gar nichts. 4 links, innen bleiben, durch Senke, Kuppe, 80, 5 rechts lang, macht zu, in 5 links, macht auf, über Kuppe, oh. 60, zu früh eingelenkt, das war doof. 6 rechts, links halten für 150. Was habe ich vorhin im Wetter gelesen, mit Schneesturm? Sehr lang. Ist das hier der Schneesturm? Voll links, macht auf, 160.
60, 6 rechts vor Kuppe. Oh, nein, das wollte ich vermeiden. Komm. Gott, es ist jetzt schon. Also, es ist einfach sechs zu links, weiß. 6 rechts über Kuppe. 6 links über Kuppe, langsam 80. Weiß nicht, ob man auf YouTube überhaupt was erkennen kann. Achtung, 60, 2 links, Abzweig lang, mach zu 1. 100. Kuppe Vollsprung, 130. 6 rechts. 120. Krasser Sprung. 6 links, 6 rechts, über Brücke, macht auf, extra, extra. Fuck. Komm schon, Motor. Reifenschaden vorne rechts. Anhalten oh nein. Weiterfahren. Bergauf, über Wellen, mittig halten, über Kuppe. Anhalten und reparieren. 60. Tanja, ich hab mich hochgeskillt. Komm, ich will jetzt so einen Formel 1 Pitstop. 30 Sekunden, holy shit. 6 links, über Kuppe, 200. Was ist denn die Kuppe? Was ist das denn? Kuppe Sprung, lang, macht auf. Warte mal, ist da schon wieder ein Reifen kaputt? Ich höre da, ich höre eine Felge. Oh, das Auto fährt nicht mehr rund. Das Auto fährt nicht mehr rund. Das Auto hat sowas von keinen Bock mehr auf die Stage. Man kann nicht verstehen, der Fahrer auch nicht. Übersprünge, macht auf. In 6 rechts, macht auf. 100. Das ist ja gar nichts hier. Holy shit. 120 bergauf. Rechts halten in 6. Oh, wir drehen uns fast weg wegen den kaputten hinter. Ich glaube hinten rechts ist der Reifen down. Über Kuppe. In Achtung, 6 rechts und 6 links. Macht zu 4. 4 links und dann geht's nochmal kurz vor der 4 links. Kurzer Schlenker nach rechts, aber man erkennt es einfach nicht. 40. Man kennt, und wenn, dann erkennt man das zu spät. Das ist so grausam, wie. Ach nee, das ist so eine Scheiße gerade. Das ist absolut. Nee, das ist Quatsch. Ich könnte jetzt neu starten. In Hoffnung, dass ich mir so die schlimmsten Stellen jetzt eingeprägt habe, aber. Ich will es einfach nur noch hinter mich bringen. Ich will einfach nur noch ins Ziel. 6 links. Achtung, rechts halten für 60. Heute ist wieder so ein schöner warmer Tag. Mir extra vor der Ready-Aufnahme. Ja, ein Achtung, Stück, Gabel, ein bisschen. Ein bisschen Bio. So, was heißt ein bisschen Bionade? Ein kleines Gläschen. Ein Glasel Bionade im Kühlschrank gepackt. Drei rechts lang. By the way, sponsored 6. Not by Bionade. 40 Gabel, 4 links. Oh, es wird heller. Lang, macht auf. So langsam 50. Erkenne ich die Strecke. Oder ist es der Effekt des Waldes? Sehr lang, macht zu. In 4. Oh, vorne rechts. Macht auf lang, über Ziel, 80, bis Stopp. Komm rum. Boah, das war ja überhaupt nichts. Ich habe ein gutes Gefühl, aber warten wir auf die Zeit. Das war vorne rechts. Das hat sich ganz angefühlt, als es hinten rechts wäre. Naja, das war ja mal gar nichts, würde ich mal behaupten. So, dann gehen wir mal schnell zur nächsten Stage. Ich hoffe, die wird besser. Ich meine, es kann eigentlich nur besser werden. Was anderes wäre ja, ja, traurig. Elzien. Ja Mensch, die sieht ja irgendwie so aus wie unsere letzte Etappe. Kann das sein, dass wir die gleiche Etappe jetzt rückwärts fahren? Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt einen heilen Reifen oder nicht? Fahren wir vorne rechts jetzt weiter mit Felge oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich hoffe, die Bedingung ist jetzt... Oh nein. Oh nein. Oh nö. 30. 4 rechts lang. In Dirt 4 hatte man auch ohne Service Park immer einen reparierten Reifen. Das fand ich ein geiles Feature. Aber... Oh, nee.
Oh nö, haben wir noch einen Ersatzreifen dabei? Oh, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf, du. Eieiei, warte mal, wo kann ich zurückgucken? Ich sehe keinen Reifen. Oh nö. Tanja, das wird jetzt richtig kacke werden. Ich hoffe, du hast. Weiß ich nicht. 5, 4. Aufmunterungsriegel eingepackt. 1, los. Wieder nach rechts ziehen. 30, 4 rechts lang, mach zu. In 6 links. In 5 links. Lenk ein. Mach zu. Bitte. In 5 links über Welle, macht zu 3, macht auf über Kuppe, 30, Achtung, 3 rechts, macht zu, in Gabel, 5 links, 70, bei Kreuzung, früher 6 rechts, über Kuppe sprungen, 30, voll rechts, okay, 60, es sieht 5 rechts, macht zu, ungewohnt gut aus, 6 links, nein, warum lobe ich mich, Wand, Sprung, langsam. 50, 3 rechts, mach zu. Diese Schneeberge, die erkennt man so schwer. Verdeckt, 1 links. Das, ja. Macht auf 3. Handbremse, tu was. Normalerweise links. Kommt das Auto rum, aber 50, Achtung, Schweden hat das überhaupt keinen Bock. Links halten für 30, voll rechts. Oh Gott. 50 bergab. Ich meine, jetzt erkenne ich die Strecke halbwegs. 100. Aber das Auto will nicht. 6 links. Oh, zu weit innen. Zu weit außen. Lang. Nein. Über Kuppe. Ola. In 6 links lang bei Kreuzung. Ah, wow. 80. Über Welle. Unlucky. 6 links und 6 rechts lang. Macht auf über Kuppe. Ich bin gespannt, wie viel wir gleich im Servicepark reparieren können. 80. Über Wellen. 6 rechts, macht zu 5, 30, mittig halten, Übersprung, Kuppe, 80, 6 links lang, macht zu, Übersprung, 200, 6 oh. rechts lang, über die Kuppe. Zuschauer stehen ja echt gefährlich. 60. Links halten, Übersprung, 250, über Wellen bergab. Ah, ich bin ganz zu weit am Rand. 6 links, über Brücke, extra lang. Macht zu 4, 6 rechts, 130. 6 links, 150, oh, Kuppe voll. Oh, Bäume, Zuschauer, Überschlag. Oh Gott, für die Fans. Aber hey, wir fahren gerade mit 3 Reifen, also. So scheiße ist das hier nicht. Also, naja, doch. Macht auf. 80. Oh, fuck. Fuck, wann kam denn der Call für die krasse Rechtskurve? Oh, wow. Hammer ungeil. Hammer ungeil. Ist das hier widerlich. Enge 6 rechts, lang, macht auf. Links halten, über Kuppe, 6 rechts. 70, 6 links. Rechts halten für 60 über Welle. Oh, da waren Steine. Voll links, voll rechts. 6 links übersprungen, macht auf. Mittig halten übersprungen. 6 links übersprungen. Link rechts und das Auto denkt sich, nö. Rechts halten, wir fahren noch ein bisschen geradeaus. 6 links übersprungen. 100. Voll rechts. In 6 links lang. Also das Feedback ist so widerlich. Fühlt sich an, als ich irgendwie auf Steine trommeln würde. Okay, weiter geht's. Eine Minute, 7 Rückstand. In 4 links lang, macht zu. 50 über Kuppe. Macht auf. Durchsenke. Rechts halten für 100. 5 links, Achtung, 60, 4 rechts, mach zu, 3. Ach ja, das ist doch eine geile, spaßige Stage, holy shit. Wellen, voll links, rechts halten, über Kuppe sprung, in 6 links, mach zu 5 über Kuppe, 50. Guck mal,
6 links und vor der links geht's nochmal kurz nach rechts. Also, überhöre ich hier manche Ansagen oder was passiert hier? In 5 links, sehr lang, mach zu. Die Bremse will ich mir, die Handbremse schon gar nicht. Die dich selbst abmontiert. Ist wahrscheinlich jetzt schon im Servicepark und wartet auf mich. In 5 rechts kurz, macht auf 6, extra lang. 15. Oh, wir sind gleich im Ziel. Da. Oh, Tanja war mega leise. Die ist schon während der Fahrt ausgestiegen. Kein Bock mehr so. I'm out. Ist sie noch da? Ich habe ein gutes Gefühl, aber warten wir auf die Zeiten. Die Tanja ist ja richtig verstrahlt vom Schnee. Ich habe ein gutes Gefühl, ja, klar. Das Auto hat sich auch gut angefühlt. Oh Gott, Schadensmeldung. Oh, läuft der doch nicht. Also, ich dachte, wir sprengen den Balken. Aber nee, Karosserieschaden, kaputter Scheinwerfer, Reifen läuft nicht rund. Aber hier Platz 23. Angehalten, um Kühlflüssigkeit nachzufüllen. Das ist bitter. Motorleistung verringert, geringer Bremsverschleiß. Also, ich dachte, wird mehr. Oh, Fahrzeug nicht abschleppbar. Was hier alles so drin steht. Spurstange defekt, kaputt. Scheinwerfer, Differentialjammer, schleifende Kupplung. Das hört sich alles nicht so gut an. Aber ich würde mal sagen, wir finden mal morgen heraus, was so alles defekt am Auto ist. Ich glaube, einfach verschrotten und neu kaufen ist, glaube ich, günstiger. Aber egal, morgen geht's weiter mit Part Nummer 3 und 4. Es kann eigentlich nur besser werden. Ich meine, ja, nee. Nee, muss nicht sein. Lasst euch einfach überraschen. Ich glaube, das wird schlimm werden. Egal, Leute, haut rein. Bye, bye. Devil. Great time. Bye, have a great time.